absolut geiler Transfer am Transfer Deadline Day. Was ich leider sagen muss, ist, ich werde krank. Und ich merke das. Und ich weiß nicht, wann die Episode morgen übrigens kommt, weil ich nicht weiß, ob ich es schaffe aufzunehmen. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Folge und heute gibt es den Transfer Deadline. Wir versuchen weiterzukommen in der zweiten Liga, um uns langsam an die Spitze zu schieben. Und dabei soll uns, naja, niemand jetzt helfen, aber jemand Motivation geben, um in die erste Liga aufzusteigen, weil da würde der bestimmt gerne nochmal spielen. Bevor ich euch sage, wer es ist, würde ich mich erstmal tierisch freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Letztes Mal 1200 Likes, mega, mega nice. Würde mich freuen, wenn wir dieses Mal auch wieder ansatzweise so viele schaffen würden. Wieder 1000 Likes, das wäre mega krass, extrem geil. Und ja, ansonsten könnt ihr gerne Videobeschreibung mal auschecken. IGVOLT 6% Rabatt bekommen als Gaming TV. Dazu mein Merchandise auf jeden Fall. Hashtag herrlich, hol dies auch für den Winter. Und ja, meine Social Media Links, Instagram, Twitter, einfach mal vorbeischneiden, kostet nichts und ist auf jeden Fall ganz chillig. Da mit mir weiter in Kontakt zu bleiben, ist die beste Gelegenheit. So, wir kommen zu dem Spieler. Ich habe mich entschieden, dass der Kader an sich stark genug ist. Wir haben Staphylidis im Sommer noch, wir haben eigentlich genug Torhüter, wir haben eigentlich alles genug. Auch wenn ihr manchmal gesagt habt, wir brauchen Timon Wellenreuter oder sowas. Torhüter gibt es wie Sand am Meer, was Talente angeht in meiner Jugendmannschaft. Und Timo Königsmann hat einfach eine Menge Potenzial für einen 96er. Und er ist eigene Jugend und ich mag ihn gerne. Deswegen da nicht. Allerdings, wie wäre es denn mit einem Innenverteidiger? Und vor allem mit einem Innenverteidiger, der schon mal bei uns gespielt hat. Per Mertesacker. Sein Vertrag läuft aus nächsten Sommer. Ist ein Hannoveraner, man weiß es eventuell. Die Frage ist nur, können wir uns ihn leisten? Und natürlich ist eine weitere Frage, will er das überhaupt? Oder sagt er, oder weiß er in FIFA überhaupt, dass er von 96 kommt? Und dass er eine Verbindung zu 96 hat? Oder sagt er einfach, nö, nicht prestigeträchtig genug. Wir werden sehen. Die Angebote für Chauner flattern rein bis zum geht nicht mehr. Leider Gottes hat Mertesacker nicht geantwortet. Okay, so, ist eine Stunde vergangen, zugegebenermaßen. Ich habe das Angebot übrigens direkt nochmal verbessert, weil ich einfach glaube, dass wir dem Wenn sehr viel Geld zahlen müssen, um überhaupt in die zweite Liga zu gehen. Beziehungsweise dann vielleicht in der ersten, aber das weiß er ja nicht. Und ja, Watford möchte Sané haben. Das ist eigentlich unmöglich. Und noch ein Angebot für Chauner von Groningen. Alle wollen Chauner haben, aber Chauner will ja nicht wechseln. Hatten wir ja schon ein paar Mal jetzt. Und tatsächlich, Per Mertesacker akzeptiert den Vorvertrag, kommt für ein Jahr und 175.000 Wochengeld zu uns im Sommer zurück nach Hannover. Der verlorene Sohn ist wieder da, an der Leine in der Landeshauptstadt Niedersachsens. Gott sei Dank. Absolut herrlich, muss ich sagen. Ich hoffe jetzt nur, dass wir eventuell noch einige andere Transfers heute eintüten können. Eventuell beispielsweise eine Leihe von Soberg oder von Eggestein. Wow, Crotone ist, glaube ich, im Vergleich zur letzten Episode, wie viel sind sie hochgegangen? 75.000? Also, Respekt. Das geht gar nicht. Der teuerste Transfer in diesem Winter ist übrigens bisher gar kein so großer. Silva von Sporting zu Bayern, beziehungsweise knapp danach Sokratis zu Barcelona. Sehr realistisch. Das könnte noch getoppt werden. Ich bin gespannt. Von uns wohl definitiv nicht, aber wir kommen Groningen zumindest in Causa Schauner ein wenig näher. Noch zwei Stunden sieht so aus, als ob unser Lieblingsspieler, beziehungsweise mein Lieblingsspieler von 96, leider Gottes auf der Bank weiter verschimmeln müsste und keinen neuen Arbeitgeber bekommen würde. Arthur Sobek meine ich damit. Und das wäre natürlich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber noch ist eine Stunde Zeit, also diese jetzt. Vielleicht jetzt nochmal ein Angebot hier. Nein, aber Groningen sagt jetzt zu. Jetzt ist dummerweise zu spät. Dementsprechend am letzten Spieltag, am letzten Transfertag, Entschuldigung. Nichts mehr weiter passiert, abgesehen davon, dass wir Per Mertesacker für die neue Saison verpflichtet haben. Und das ist doch ziemlich geil, oder nicht? Lass dafür auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Wir haben 6 Stürmer für 2 Positionen. Der Vorteil könnte sein, dass wir einige viele Spieler haben und dass ein Finne auch auf links kann und Hanek auch auf rechts. Aber es wird eng für Soberg. Eggestein wird wahrscheinlich nicht so viel spielen, aber nichtsdestotrotz ist das sehr schade für ihn. Jetzt geht's aber erstmal zu Hause gegen Kaiserslautern. Das erste Spiel für diese Episode. Wir spielen gegen die Pfälzer, gegen die Roten Teufel und wollen die heute bändigen und uns damit weiter an der Tabellenspitze so ein bisschen, ich sag mal nicht festsetzen, aber etablieren. Lautern ist gar nicht an der Tabellenspitze aufzufinden. Spielen natürlich hier mit dem Ex-96-Trainer Taifun Korkut und wir wollen alles geben, um den zu schlagen. Während wir an der Aufstellung exakt nichts geändert haben, gucken wir uns natürlich sehr gerne einmal das Personal vom 1. FC Kaiserslautern an, weil das wird im Vergleich zu unserem, ja, unbekannt sein. Weißenwene, Ziegler, Wutschur, Aligi, an dem 96 übrigens auch interessiert war, Gerüchten nach. Frey Moritz, Stieber, Haifa, Pich
Und Jack Sua vorne drin. Kein Osave, Gott sei Dank. Boah, schönes Hecht von Baggerlords. Ihr habt übrigens gefragt, warum Baggerlords und nicht Kapitän Schmiedebach. Ganz einfach, klar ist Schmiedebach Kapitän, aber momentan gefällt mir Baggerlords einfach besser. Und wenn der irgendwann nicht mehr in Form sein sollte, ist Schmiede immer noch da. Und ich denke mal, der stellt sich auch in den Dienst der Mannschaft und setzt sie dann einfach auch mal auf die Bank. Einfach auch mal auf die Bank, meine Güte. Felix Klaus, erster Abschluss war nicht so gefährlich, aber wir nähern uns zumindest mal an. Bisher ist Lautern sehr unsicher hinten. Oh, schöner Pass von Rogic eigentlich auf Füllkrug. Leider kommt er nicht ganz an. Aber Szene lebt noch. Ah, Lautern kann jetzt klären. Schade. Oh, schöne Balleroberung von Uffe Bech. Kommt er da noch ran? Leider nicht. Ja, bisher sieht das recht gut aus. Ihr seht schon, Rogic aufgrund des etwas aggressiven und unnötigen Tacklings eine gelbe Karte. Und jetzt Christopher Moritz. Die erste Chance und Königsmann mit einer guten Parade. Sauber. Wir spielen es momentan noch ein bisschen zu kompliziert. Erstmal ein schöner Pass von Rogic auf Füllkrug. Der mit den Übersteigern. Die Flanke. Harnik ist da. Aber so ist es auch der lautere Keeper, von dem ich gerade den Namen... Ist es Müller? So, haben wir schon Halbzeit. Bisher geht noch nicht viel, muss man sagen. Wir sind vorne ein bisschen zu statisch, ein bisschen zu steif. Und Gott sei Dank haben wir genau dafür Transfers getätigt. Und deswegen kommt jetzt Fred Friday für Martin Harnik rein. Gute Gerätsche da, leider Gottes. Fossum. Felix Klaus, jetzt vielleicht die Flankengelegenheit, da wäre vielleicht Füllkrug da gewesen, aber immer eine Ecke. Bech kann sie nochmal scharf machen. Sané legt ab, oh Gott, und jetzt dürfen wir bloß nicht in den Konter reinlaufen, das war ganz, ganz schwach gemacht von mir. Müssen wir das taktische Foul ziehen? Ne, Baggerlords bearbeitet ihn gut. Schöner Ball raus auf Uwe Bech, der hat mal Platz, in der Mitte wieder auf Füllkrug. Der hat ihn schlecht angenommen, durch die Beine auf Klaus. Klaus geht nochmal zurück und jetzt raus auf Pripp, der hat ein bisschen Platz. Gute Flanke, Füllkrug, ach Gott, was macht der denn? Warum köpft er den denn nicht aufs Tor? War an sich eine gute Gelegenheit. Fred Friday mal außenrum am 16er, vielleicht mal alleine versuchen. Edgar Pripp, Füllkrug. Wir haben leider Gottes nie die richtige Position zum Schießen und das war mal ausnahmsweise schwach vom Baggerlords, aber wir kriegen immer einen Einbruch bei rum. Das war stark gemacht von Fred Friday. Aber es gibt nur den Eckball und langsam müssten wir mal ein Tor schießen, das wäre zumindest wichtig. Baggerlords kommt da nicht ran, vielleicht jetzt nochmal einer, nein. Uwe Bech ist auch nicht mehr fit, den werden wir gleich mal auswechseln. Und das machen wir dann gleich doppelt und verstärken unsere Flügel. Bart Finner auf links und Noah Joel Sarenrenbase auf die rechte Seite. Oh, was war das denn für ein Schuss? Aus dem Stand eigentlich gestokelt. Normalerweise kriegst du da niemals so viel Druck hinter Finne mit einem Fehler, beziehungsweise ich mit einem Fehler. Ui. Und der Moritz ist gefährlich. Schön gemacht von Friday im Zusammenspiel mit Bart Finne. Und jetzt vielleicht die Flanke oder wir kriegen einfach den Elfmeter. Was für ein dummes Foul da im 16er. Da darfst du doch niemals so hingehen. Was war das für eine dämliche Aktion? Ich weiß gerade nicht von wem. Von Ziegler. Total überflüssig. Und wir kriegen den Elfmeter wirklich geschenkt hier in dieser Situation. Die dicke Chance für Niklas Füllkrug, uns hier in Führung zu bringen. Niklas Füllkrug! Und wir führen! 81. Minute! Und Gott sei Dank sind wir da im richtigen Moment. Dank Bart Finn und Fred Friday. Was ein schöner Doppelpass. Und das zahlt sich aus, weil wir hier in Führung gehen durch unsere Nummer 24. Übrigens meine Lieblingszahl überhaupt. Ah, schön. Fossum ganz stark. Und jetzt haben wir natürlich wieder die Gelegenheit zu kontern. Friday raus auf Finne. Diesmal gegen Mwene. Der hat aber nicht mehr so Energie. Finne hingegen schon. Dreht sich schön um. Nochmal die Flanke in die Mitte schlagen. Und Rogic kommt fast dran. Schade. Ja, ganz stark von Fossum. Und jetzt die Kontergelegenheit. Und da außen läuft er. Noah Joel. Sa, renn. Schießt Tor. Nein. Vase fast mit seiner Bude, aber Weiß ist da und verhindert. Ach, wäre das schön gewesen. Sweaten konnte ich leider auch nicht. Oh, Sané. Ja, den macht er normalerweise in Realität zumindest rein. Das war ja, der Platz gab bis nach Meppen. Nochmal Friday und nochmal der Ball auf Tom Rogic. Rogic. Gute Grätsche und dann ist es vorbei. Wir gewinnen hochverdient mit 1:0 gegen den FC Kaiserslautern. Lange hat es gedauert. Aber im Endeffekt waren wir dann doch zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit Bart Finne und vor allem mit Niklas Füllkrug. 13 Saisontore bereits und das in so einem Spiel absolut wichtig, absolut herrlich und damit gehen wir zurück in die Zentrale. Einer meiner anderen Lieblingsspieler, der Ivor, hätte ganz gerne eine Gehaltserhöhung und die kriegt er auch, sobald ich das Budget angepasst habe. Oha,
Ich habe es in der City-Karriere angenommen, das war das Nationaltrainerangebot von Deutschland, aber auch nur, weil die ja jetzt nicht so frequenziell häufig kommt und ich stehe ja nicht so auf Länderspiele. Aber das ist natürlich schon krass, als Zweitligatrainer ein Angebot von Deutschland zu bekommen. Königsmann mit einem F und steigt trotzdem, hat er sich nochmal gerettet bei Fossum. So viel zum Thema Vertragsverlängerung. So, nächstes Spiel. Spielen wir mit der Elf? Das ist die große Frage. Ihr werdet es gleich sehen. Ich würde sagen, wir hüpfen rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Es war angerichtet in Sandhausen. Eins der kleinsten Stadien der zweiten Fußball-Bundesliga. Empfing einen der größten Clubs der zweiten Bundesliga, Hannover 96. Die Männer aus der niedersächsischen Landeshauptstadt waren ins beschauliche Sandhausen gereist, um den Vorsprung auf den aktuellen Tabellendritten aus Aue zu erweitern. Wir sehen es auf dem Tableau. Momentan ist Sandhausen 12. Allerdings geht es für 96 darum, die zwei Punkte, die man momentan mit einem Spiel Rückstand vor Erzgebirge Aue auf 5 auszubauen. Stendel stellte dafür eine Elf auf, die sehr ähnlich war im Vergleich zur letzten Woche und natürlich wieder einen Spieler beinhaltete, der momentan der zweiten Liga absolut zeigte, wie man die Tore machen musste. Niklas Füllkrug, bisher 13 Saisontore, auch letzte Woche erfolgreich gegen den VfL Bochum gewesen und heute stand er wieder in der Startelf, um genau das zu wiederholen. Wir gucken auf die Elf des SV Sandhausen und da sehen wir im Kasten Knaller davor, Klingmann, Kister, Gordon, Packer, Rada, dann auf der 6 Karl und Linzmeier, davor dann Andrew Wooten zusammen mit Kosecki und vorne Sukuta Paru und Wunguidiza. Ganz, ganz schwierige Namen, die sie da vorne drin haben, allerdings ist das bei Sandhausen so. Es sind Spieler, die man nicht zwingend kennt, aber die richtig gut kicken können, beispielsweise auch ein Jakub Kosecki, einen guten Kader, hat aber auch Hannover 96 und vor dem fürchtet sich vielleicht sogar ein bisschen mehr die ganze zweite Liga. Wir schauen auf die Startaufstellung von Hannover 96. Königsmann, Bakalotz, der wieder den Vorzug erhielt vor Schmiedebach, Sané, Anton und Pripp. Dann Ivar Fossum, Uffe Bech, Tom Rogic, Felix Klaus, Martin Harnik und Niklas Füllkrug in der Sturmspitze. Sehr, sehr starke Elf bei den Roten, die zuletzt ja überzeugen, ja, konnte im Spiel gegen Bochum und da das Spiel mit 3:0 gewann. Auch heute wieder mit ordentlich Schwung in dieser Partie, beziehungsweise mit ordentlich Motivation in dieser Partie. Unter anderem mit ja, Kapitän Salif Sané, der wieder in der ungeliebten Innenverteidigung auflaufen musste, das aber in den letzten Wochen so gut gemacht hatte, dass man ihn von da momentan nicht wegdenken kann. Und auch Ivar Fossum wird immer stärker bei den Roten, wird immer mehr zum Lenker und Denker im zentraldefensiven Mittelfeld und auch deswegen stand der Norweger wieder in der Anfangsformation. Wir springen in die erste Aktion der Partie, 17 Minuten sind da durch, das ist Edgar Pripp auf der Außenbahn gegen Andrew Wooten, setzt sich da klasse durch und holt immerhin mal den Einwurf raus. Der Deutsch-Russe mit dem Einwurf auf Felix Klaus, der in die Mitte, da ist Tom Rogic und Rogic versucht mit links. Nicht die beste Position für einen angedrehten Schuss mit dem linken Fuß, aber das ist nun mal sein starker. Und der Abstoß von Marco Knaller wird so ein bisschen zum Boomerang. Bakalorz, gute Balleroberung, Ball auf Niklas Füllkrug, Füllkrug wieder auf Tom Rogic, der auf Harnik, zurück auf Rogic, der versucht es wieder, Knaller ist da, Füllkrug aber auch, 1:0, 21. Spielminute, Hannover geht in Führung und das natürlich durch Niklas Füllkrug, 14. Saisontor. Normalerweise muss Rogic diesen Ball schon im Kasten unterbringen. Gute Parade von Knaller, aber genau vor die Füße von Füllkrug. Man kann ihm keinen Vorwurf machen, er wehrt nach außen ab, aber das hat Füllkrug gerochen und dementsprechend macht der Ricklinger hier sein nächstes Tor. Also Sandhausen jetzt unter Druck, sie mussten antworten und versuchten das auch über Wooten auf der Außenbahn. Schöne Flanke von Guidica mit dem Kopfball aber über den Kasten von Königsmann, der nicht eingreifen muss. Die besseren Chancen hatte definitiv Hannover 96 Rogic, der sehr auffällig und sehr aktiv war in dieser Phase der Partie mit der schönen Flanke wieder Füllkrug in den Pfosten. Ball geht nicht rein und diesmal können sie den noch gerade so klären und von der Linie kratzen. 29 Minuten durch und Hannover hätte 2:0 führen können und führen müssen. Werden sie dafür bestraft, die Chance nicht zu nutzen. Kosecki im 16er nicht vom Ball zu trennen, aber der Abschluss ein bisschen zu schwach. 37 Minuten da jetzt gespielt und es blieb beim 1:0 für Hannover 96. Wir springen in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Wieder Tom Rogic raus auf Felix Klaus, der mit der direkten Flanke und dann ein ganz kleiner Fehler von Knaller. Füllkrug versucht es mit der Hacke, aber kommt nicht zum Erfolg. Danach war Halbzeit und Hannover 96 führte mit 1:0 gegen den SV Sandhausen. Es war noch keine spektakuläre Partie, aber 96 spielte gut, spielte solide und ließ wenig zu. Der Kopfball von Wunguidiza, wenn man den Schuss von Kosecki mal als nicht gefährlich betrachtet, doch die gefährlichste Szene des kleinen Vereins aus Baden-Württemberg. Und auch in der zweiten Halbzeit
ging es ähnlich weiter, denn die Abschlüsse wurden nicht zwingend gefährlicher. Wieder mal ein Ball raus auf Jakub Kosecki, die Flanke in die Mitte und dann aber ganz, ganz scharf gemacht von Anton. Und klasse Parade von Königsmann, genau auf den Mann geschossen. Das hätte normalerweise der Ausgleich sein müssen. Nach dem Fehler des U21-Nationalspielers Deutschlands allerdings blieb es ungestraft und so hat Hannover weiter den Vorteil auf seiner Seite. Schöner Ball auf Felix Klaus auf der Außenbahn, der macht das dann richtig gut. Die Flanke aber ein bisschen zu scharf in den 16er geschlagen, trotzdem die Szene noch nicht vorbei. Nochmal Uwe Bech, wieder auf Tom Rogic und da fällt Fossum nicht hin. Pass auf Harnik und der nimmt den Ball vielleicht direkt abschließen sollen. Dann wäre es vielleicht das 2:0 gewesen. So, dank des Fairplays von Fossum weiterhin nur 0:1 aus Sicht von Sandhausen, die dann hier den Ball von Noah Joel Saren Renbase erobern können, der eingewechselt worden war. Allerdings, wie beim 1:0 oder ähnlich wie beim 1:0, den Ball in der Vorwärtsbewegung leichtfertig verlieren. Und dann ist 96 ganz schnell in der Umkehrbewegung. Das ist Niklas Füllkrug. Fall vor Knaller, den muss er machen. Den muss er machen, das weiß er selber. Normalerweise sind das Dinger, die Niklas Füllkrug im Schlaf rein macht. Im Training macht er davon 10 von 10. Hier trifft er nicht gegen den Österreicher. Und es gibt nur einen Eckball. Es hätte die Entscheidung sein können, die mitgereisten Fans, die hinter dem Tor des Österreichers postiert waren, waren am verzweifelt aufgrund dieser vergebenen Großchance. Auch der Kopfball in der ersten Halbzeit der bereits von Niklas Füllkrug. Er hatte also nur einmal Glück bisher. Die anschließende Ecke aber reingebracht in die Mitte von Martin Harnik. Normalerweise aufgehoben von Sabal Schusti, der momentan gar nicht mehr im Kader. Man baut auf Verjüngungskur bei Hannover 96. Der Österreicher überlegt lange, wo er den Ball hinspielt und entscheidet sich dann ungefähr auf den Elfmeterpunkt. Und da ist er, nee, aber der Kopfball in die Arme von Marco Knaller, der mit dem Abstoß. Und auch der wird mal wieder, naja, sozusagen indirekt zum Boomerang. Baccalords mit der Balleroberung und dann Edgar Pripp raus auf Uwe Bech, beziehungsweise ins Zentrum auf Uwe Bech und Rogic ganz nach außen auf Manuel Schmiedebach, der eingewechselt war und mit aufgerückt, die Flanke in die Mitte, Harnik läuft gut ein, 2:0 Nachspielzeit, die Entscheidung in Sandhausen, Hannover 96 mit dem zweiten Tor und mit seinen 3 Punkten eingetütet. Gute Flanke da von Schmiedebach und Harnik spritzt herein und trifft gegen seinen Landsmann. Es war wichtig, das 2:0 zu machen, allerdings war es in der Nachspielzeit nur noch Formsache. Stendel freut es trotzdem und das zu Recht, denn es war die letzte Aktion der Partie und damit gewinnt Hannover 96 dank den beiden Stürmern und dem dritten Saisontor von Martin Harnik mit 2:0 beim SV Sandhausen. Vorsprung ausgebaut, Mission erfüllt, Hannover 96 festigt den zweiten Tabellenplatz. Und für Sandhausen, ja, wird es langsam nochmal eng im Thema Abstiegskampf. Eigentlich hatten sie sich im Mittelfeld etabliert, aber die ersten beiden Spiele der Rückrunde geben zu denken. Und das ist definitiv nicht schön für den kleinen Verein aus Sandhausen. Niklas Füllkrug wiederum, der ist momentan sehr zufrieden mit seinen Leistungen. Hannover 96 gewinnt dank ihm mit 2:0 gegen Sandhausen. Also irgendwie läuft es momentan mit der neuen Formation. Füllkrug hätte die Chance nutzen müssen natürlich, aber wenn Harnik das 2:0 macht, perfekt, herrlich. Was ist das denn? Also es geht schon besser, ne? Vor allem Gina Königsmann, nur ein F. Was ist da los? Immer in der Fossum sich erholt. Freunde, Feiertag, Stuttgart hat in dieser Episode zumindest einmal verloren. Zwar nicht das letzte Spiel, weil das haben sie gewonnen, 2:0 habe ich gerade gesehen, aber auswärts müssen sie dann das Spiel davor verloren haben. Übrigens ist Füllkrug bei weitem, mit weitem Abstand, 5 Tore, Torschützenkönig momentan. Gucken wir mal nach, was im Januar war. Ne, gegen Nürnberg gewonnen. Komisch, aber eigentlich hätten wir 16. Die hatten ein Spiel mehr. Okay, jetzt erklärt sich alles. Ja, und damit war es das dann von dieser Episode. Ich muss leider sagen, ich fühle mich ein bisschen krank. Ja, was für eine Episode. Wir erholen uns langsam und dazu holen wir den verlorenen Sohn schlechthin zurück nach Hannover. Absolut geiler Transfer am Transfer Deadline Day. Was ich leider sagen muss ist, ich werde krank. Und ich merke das und ich weiß nicht, wann die Episode morgen übrigens kommt, weil ich nicht weiß, ob ich es schaffe aufzunehmen. Ich habe Jahrestag und das geht vor und deswegen könnte sie am Dienstag vielleicht ein bisschen später kommen. Aber wie auch immer, wenn es euch heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich drüber freuen. Wie gesagt, wenn wir da ungefähr 1000 Likes schaffen, das wäre absolutes Träumchen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, haut rein und ciao.